Am Wochenende, großes Derby-Wochenende bei den Dresdner Eislöwen. Am Freitag geht es in den Grimmitschauer Sahnpark. Am Sonntag um 14 Uhr dann das Derby gegen die Lausitzer Füchse. Und heute hier beim Pressegespräch im Stadion Dresden gab es natürlich einen Vorausblick. Einerseits auf das Winterderby, aber natürlich auch auf das Derby am Wochenende. Und deshalb freut uns umso mehr, dass heute beide Trainer, die am Sonntag mit ihren Mannschaften aufeinandertreffen, ja, bei unserem Interview vor dem Spieltag zu Gast sind. Und wir möchten natürlich mit dem Gast beginnen. Und zunächst einmal die Frage an Dirk Robach. Dirk, ihr habt nochmal nachgelegt diese Woche, habt Stefan Mann verpflichtet. Er hat bei euch schon mittrainiert. Wie kam es dazu und was erhofft ihr euch von dieser Nachlizenzierung? Ja, Stefan hatte seit August bei uns trainiert. Also er ist im Trainingsprozess komplett drin gewesen. Und ich erhoffe mir einfach auch einen Konkurrenzkampf im Team, weil einfach wir einen Spieler über 23 auch dann haben, der nicht also spielen darf. Und einfach auch für die jungen Spieler, dass er in der Reihe, wo er dann aufgestellt wird, auch für nötigen Schwung gibt oder beziehungsweise seine Erfahrung den jungen Spielern auch mitteilt. Das sind die zwei Gründe gewesen, um einfach die Lizenz an Stefan zu verteilen. Thomas, du kennst Stefan Mann auch. Vor kurzem gab es ein Traditionsturnier in der Dresdner Energieverbund-Arena. Da bist du sozusagen auf ihn getroffen. Wie schätzt du seine Qualität ein? Wie sehr kann er die Füchse verstärken am Wochenende? Naja, an dem Wochenende hat er sich gut präsentiert, hat zwei Tore geschossen. Ich denke, war ausschlaggebend gewesen. Nein, nicht der Stefan Mann, wer den Spieler kennt, der weiß, dass er auch im Alter sehr gut trainiert war, sehr gute Ausbildung genossen hat und wenn man der Meinung ist, dass man gerade in dem Bereich ein bisschen Führungsqualität noch einen Spieler brauchen kann, kann, glaube ich, Stefan Mann das sehr gut ausfüllen. Er ist ein sehr zielstrebiger, sehr ehrgeiziger Sportler und kann gerade für junge Spieler immer ein Vorbild sein, dass er ihnen eigentlich auch zeigt, wie ein Profisportler arbeitet auf dem Eis und neben dem Eis. Und dafür kann er eine echte Verstärkung sein. Da wir gerade beim Mannschaftskader sind, vielleicht ein paar Worte von dir. Wie sieht es bei den Eislöwen aus? Wer steht am Wochenende zur Verfügung? Wie sieht es beispielsweise bei René Kramer aus? Noch René Kramer, der Heilungsprozess verläuft eigentlich ganz gut nach der Arthroskopie. Ist zwar noch zu früh, dass wir jetzt über einen Einsatz nachdenken, aber ich hoffe, dass da zeitnah, dass da eigentlich positive Meldungen kommen, aber am Wochenende wird er fehlen. Kai Wissmann wird am Freitag noch in Berlin spielen, um dann am Samstag zur U20-Nationalmannschaft zu stoßen. Und auch bei Brett Jäger müssen wir noch die Zeit abwarten, bis wir okay der Ärzte bekommen, dass er wieder aufs Eis kann. Am Sonntag geht es gegen Weißwasser, am Freitag aber schon nach Grimmitschau, also absolutes Derby-Wochenende. Wie stellst du deine Mannschaft ja auf diese beiden besonderen Spiele von der Atmosphäre her ein? Na, wir wissen, dass wir gerade am letzten Wochenende oder auch davor jetzt nicht die Ergebnisse produziert haben, die wir eigentlich wollten. Wir haben nach vorne gutes Eishockey gespielt über weite Strecken, aber als Einheit nicht so kompakt gestanden, wie wir stehen müssen, um dann auch als Sieger vom Eis zu gehen. Und da lag der Fokus diese Woche, dass wir versucht haben, als Einheit kompakt, eng, defensiv gut zu stehen und dann nach vorne auch den nötigen Druck auszuüben, dass wir dann auch die Spiele wieder gewinnen können. Die Füchse konnten dieses Jahr schon einmal gewinnen gegen die Eislöwen. Vielleicht kann Dirk Robach uns sagen, wie bereitest du deine Mannschaft vor? Hast du irgendwas Besonderes, was du vor dem letzten Aufeinandertreffen gemacht hast, was du zum Erfolgsgaranten sozusagen, ja, hast du was herausgefunden, was der Erfolgsgarant war beim letzten Mal? Naja, dass jeder Spieler 110% gegeben hat, nicht bloß 100. Und das war eben sehr, sehr wichtig. Und das darf natürlich nicht nur im Derby passieren, sondern eigentlich in jedem Spiel. Aber da am Buß- und B-Tag war es so gewesen, dass jeder Einzelne auch seinen Beitrag geleistet hat, dass wir da erfolgreich sein konnten. Natürlich geht davon aus, dass es auch am Sonntag so sein wird. Und die Vorbereitung, die verläuft eigentlich ganz normal. Aber ich sag mal, so ein Derby ist immer auch ein Kribbeln in den Fingern und dementsprechend sollte auch diese Motivation sehr hoch sein, ohne noch einen Push zu geben. Kleinigkeiten sind immer drin, die Psyche eben auch zu stärken, aber der Rest wird nicht verraten. Dann sind wir gespannt, was uns am Sonntag erwartet. 14 Uhr geht's los. Tickets gibt es noch an der Tageskasse. 14 Uhr, wie gesagt, die Tageskasse öffnet 12.30 Uhr, die Arena auch. Und wir hoffen auf ganz viele Zuschauer in der Energieverbund-Arena und freuen uns, wenn wir uns da wiedersehen. Die beiden Trainer sind natürlich auch vor Ort. Vielen Dank. Steven, Derby-Wochenende steht vor uns. Was erwartest du am Wochenende für zwei Spiele gegen Grimmitschau und gegen Weißwasser? Ja, ich erwarte einen heißen Fight in beiden Spielen. Wie ich schon gesagt habe, wir sind auch bei einigen Punkten schuldig, was auch unsere Fans von uns erwarten oder was wir von uns erwarten. Zählt einfach am Ende, dass wir diesmal auch siegreich vom Eis gehen.
es war einfach die Leidenschaft und das Herz da reinschmeißen, dass wir sicher gehen, dass wir das gewinnen. Wie ist die Stimmung zurzeit bei euch in der Mannschaft? Ja, ich sag mal so, wir vertrauen uns. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben, die Spiele gewinnen kann und auch muss. Wir haben jetzt an den Kleinigkeiten gefeilt, warum wir die Spiele verloren haben. Wir wissen, woran es liegt und sind jetzt da dran, das abzustellen. Wir sind heute hier im Stadion in Dresden zur Pressekonferenz gewesen. Das Winterderby wirft den Schatten voraus. Wenn du jetzt hier bist, spürst du schon ein Kribbeln? Freust du dich schon sehr auf das Spiel am 9. Januar? Ja, jeder redet von. Wir sind alle heiß drauf. Jetzt kommt auch noch der Gegner, den wir mit Weißwasser, den wir dann auch kriegen. Den haben wir jetzt vor der Nase. Da ist das offensichtlich. Jetzt sind wir gerade heute hier, sehen, es wird langsam kälter. Es kommt näher. Wir freuen uns. Viel Erfolg am Wochenende. Danke.